Aber Widerstand gegen diese Art von illegaler Masseneinwanderung bei uns unter Rassismus fällt. Liebe Freunde, und es ist auch nicht normal, dass die Bundeswehr aus Kabul auch Schwerkriminelle ausgeflogen hat, die nun nicht mehr abgeschoben werden können. Warum? Natürlich, weil Afghanistan für sie zu gefährlich ist. Liebe Freunde, ist der Irrsinn noch steigerbar? Nein, der Irrsinn ist nicht mehr steigerbar. Damit kein Missverständnis entsteht, die Menschen, die in Afghanistan für die Bundeswehr gearbeitet haben, also die wirklichen Ortskräfte, denen sollten wir Schutz gewähren, denn die werden gefährdet sein. Aber was die Bundesregierung inzwischen unter Ortskräften versteht, ist fast die ganze afghanische Gesellschaft. Hier wird der Versuch gemacht, eine neue Masseneinwanderung zu projizieren. Und, liebe Freunde, nochmal, das ist nicht deutsche Aufgabe und das ist auch nicht europäische Aufgabe. Herr Kurz, der Bundeskanzler Österreichs, nimmt keinen einzigen Afghanen. Er macht das sogar in einer Regierungskoalition mit den Grünen, die dazu schweigen. Dazu hat der luxemburgische Außenminister Asselborn gesagt, Herr Kurz ist kein Europäer mehr. Liebe Freunde, nein, Herr Asselborn ist kein Europäer. Herr Kurz ist der eigentlich wahre Europäer. Und ich wäre froh, wenn er Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland wäre. Das Boot ist voll, hat vor vielen Jahren schon in den 70ern Helmut Schmidt erklärt. Und er hatte schon damals recht, liebe Freunde. Es ist auch nicht normal, Sie lesen es täglich in der Zeitung, dass deutsche Sparer mit der Nullzinspolitik der EZB seit Jahren kalt enteignet werden. Nach Berechnungen von Hans-Werner Sinz inzwischen 700 Milliarden Euro. Das ist, wie Paul Kirchhoff schreibt, sogar verfassungswidrig nach Artikel 14 Grundgesetz. Und, liebe Freunde, die Folge von dieser Politik spüren wir jetzt. Plötzlich reden wir wieder über Inflation. Als wir im Bundestag, unser Kollege Böhringer hier aus Bayern, im Bundestag genau auf diese Gefahren hingewiesen haben, haben sie uns alle verlacht. Jetzt ist die Inflation zurück durch diese völlig verfehlte Finanzpolitik dieser Regierung, liebe Freunde. Und das ist nicht normal. Und es ist in diesem Zusammenhang eben auch nicht normal, dass unter dem Bruch sämtlicher europäischer Verträge für die Schulden anderer Länder durch dieses Land gebürgt wird. Es ist nicht normal, dass alle Parteien propagieren, wir dürften kommenden Generationen kein CO2 hinterlassen, ihnen aber ungerührt Schuldenberge hinterlässt. Und liebe Freunde, wir alle konnten, die wir hier Abgeordnete sind, vor kurzem im Bundestag eine Debatte erleben, wo wir sehen, wo das Ganze hinführen wird. Da haben Herr Scholz und ein Staatsminister im Auswärtigen Amt, Herr Roth, ganz klar gesagt, dass sie im Grunde genommen für die Fiskal- und Schuldenunion sind. Daraufhin ist ein CDU-Abgeordneter aufgestanden, hat sich fürchterlich aufgeregt, aber Herr Scholz hat kein Wort davon zurückgenommen. Das heißt, die SPD mit den Grünen zusammen ist auf dem Wege in eine Schuldenunion, in der wir, die Deutschen, die Italiener, die Griechen und andere Länder bezahlen, liebe Freunde. Und das wird künftig unter Bruch der europäischen Verträge vor sich gehen. Nochmal, das ist nicht normal. Und das müssen wir um jeden Preis verhindern. Denn unsere Kinder und Kindeskinder werden für die Schulden zahlen, die jetzt gemacht werden. Und liebe Freunde, es ist auch nicht normal,
dass der einstige stellvertretende Vorsitzende der CDU-CSU-Bundestagsfraktion heute die Politik der Kanzlerin als Chef des Bundesverfassungsgerichts durchsetzt. Es ist nicht normal, dass diejenige Verfassungsrichterin, die darüber urteilen soll, ob die Kanzlerin auf verfassungswidrige Weise die Ministerpräsidentenwahl in Thüringen beeinflusste, sich zum Abendessen ins Kanzleramt einladen lässt. Liebe Freunde, es ist auch nicht normal, dass das höchste deutsche Gericht, das eigentlich die Grundrechte der Bürger gegenüber dem Staat schützen soll, aufgrund einer wissenschaftlichen Hypothese, die umstritten ist, dieses zum Staatsziel erhebt und Grundrechtseinschränkungen zum heiligen Zweck der CO2-Reduzierung jetzt schon mal ankündigt. Liebe Freunde, das ist nicht nur nicht normal, sondern das ist für mich als alten Menschen ein schwerer Schlag. Denn wenn ich eine Institution in diesem Lande immer geschätzt und geehrt habe, dann ist es das Bundesverfassungsgericht. Wenn das Bundesverfassungsgericht aber Teil dieser Politik wird, die wir bekämpfen, dann muss ich leider sagen, ist die Bundesrepublik auf dem Wege, kein Rechtsstaat mehr zu werden. Und das, liebe Freunde, ist schlimmer noch als alles andere, was wir bis jetzt erlebt haben. Liebe Freunde, es ist auch nicht normal, wenn dieses Parlament, dessen Mitglieder wir sind, Herr Wiele, Frau Miazka und ich, es ist nicht normal, wenn dieses Parlament es schweigend hinnimmt, dass 2/3 aller unserer relevanten Gesetze und Verordnungen inzwischen aus Brüssel kommen und sozusagen nur noch bei uns bestätigt werden. Und dass diese schleichende Entmachtung unseres Bundestages in dem Haus, wo oben steht, dem deutschen Volke, keinen Widerstand bei den anderen Parteien hervorruft. Bei den Grünen und bei den Sozialdemokraten kann ich es nicht verlangen. Aber dass die CDU und die CSU in dieser Frage auch nicht anders denken, das ist trostlos, liebe Freunde. Allein die AfD steht dafür, dass wir eine demokratische Politik in diesem Lande überhaupt noch in Angriff nehmen können. Liebe Freunde, und es ist auch nicht normal, wenn die Bundeskanzlerin und ihr Bundesgesundheitsminister im Juli erklären, für alle und vor allem, es gebe niemals einen Impfzwang, es gebe keine indirekte Impfpflicht und jetzt, nicht nur, dass es inzwischen eine Auskunftspflicht gibt, liebe Freunde, sondern mit der sogenannten 2G-Regelung wird der Versuch gemacht, Nicht-Geimpfte sozusagen aus dem gesellschaftlichen Leben auszuschließen. Es ist nicht normal, dass die Bundeskanzlerin und ihr Bundesgesundheitsminister das Gegenteil von dem machen, was sie der Bevölkerung versprochen haben. Und damit hier gar kein Zweifel entsteht, ich habe mich selbst impfen lassen. Ich bin überhaupt nicht dagegen, dass geimpft wird. Aber es muss die Freiheit zum Impfen bestehen und es muss die Freiheit zur persönlichen Entscheidung bestehen. Und jeder muss die Möglichkeit haben, sozusagen ohne Druck und ohne Druck von oben besonders und ohne den Versuch, ihn aus dem öffentlichen Leben auszuschließen, sich für oder gegen eine Impfung entscheiden, liebe Freunde. Das ist unsere Politik. Liebe Freunde, ich habe jetzt ein paar Beispiele genannt von dem, was in diesem Lande nicht mehr normal ist und warum wir sagen, Deutschland aber normal.
Für eine freiheitliche Demokratie ist das, was ich vorgeführt habe und aufgezählt habe, nicht normal. Für eine freiheitliche Demokratie, wie ich sie in meinem langen Leben erlebt habe. Es ist nur normal für eine Bananenrepublik. Und gegen diese Entwicklung, dass dieses Deutschland eine Bananenrepublik wird, steht allein die AfD, nachdem die CDU diese Aufgabe unter Frau Merkel völlig aufgegeben hat. Liebe Freunde, jede Stimme am 26.09. für die AfD ist eine Stimme für die Beibehaltung der Demokratie, der freiheitlichen Demokratie in diesem Lande. Es ist eine Stimme gegen eine Bananenrepublik. Ja, liebe Freunde, und deswegen... Und deswegen lassen Sie sich von Herrn Söder gerade in diesem Land nicht erzählen, dass wir die Feinde der Freiheit sind. Die Feinde der Freiheit sind längst die anderen geworden. Ich bedanke mich. So, ja, Herr Dr. Gauland, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sind alle versammelt hier, um genau diese Schwachstellen anzumahnen. Und das war eine fulminante, eine wahnsinnige Rede. Ich erinnere mich noch gerne zurück, wie ich Sie, Herr Dr. Gauland, in München zum ersten Mal zu einem Fachthema habe hören lassen. Da ging es um historische Kontexte und diese historischen Kontexte, gerade wenn man es mit positiven Zeiten in der Vergangenheit vergleicht, da sehen wir doch, wo die Defizite sind und wir alle wollen, dass das besser wird. Und dann erlauben Sie mir, wir haben es gerade von unserem Ehrenvorsitzenden gehört, er war 2 Jahre Vorsitzender unserer Partei, er ist der Vorsitzende im Bundestag und er hat ganz zum Schluss ein Thema angesprochen, nämlich die Freiheit. Ich glaube, das ist so ein ganz großes, übergreifendes Thema, was uns alle bewegt. Und ich habe es vorhin gesagt, mit den ganzen Einschränkungen, die wir heute hier haben, fühlen wir uns vielleicht doch noch frei. Wir müssen noch nicht mal einen Test heute hier liefern, weil man wahrscheinlich bei solchen Wahlkampfveranstaltungen dann noch mehr Gegenwind erwartet. Aber Herr Söder wurde auch gerade angesprochen, hat letzte Woche im Bayerischen Landtag bei uns 3G angekündigt. Und ich erzähle Ihnen jetzt eine Minute, eine kleine Episode. Kommt 2G jetzt oder nicht, auch in Bayern? Herr Söder sagt, nein, wir machen 3G. Ich habe mich letzte Woche bei einer Veranstaltung von Innenminister Herrmann angemeldet. Und zwar ging es um eine Polizeitagung, aber erst nach der Bundestagswahl. Und habe dann eine Antwort bekommen, ja, ich wäre zugelassen nach wie vor. Aber ich müsste doch Verständnis dafür haben, da würde dann schon 2G gelten. Ja, wir haben es gestern in einem öffentlichen Brief mit allen 19 Landtagsabgeordneten haben wir einen offenen Brief geschrieben an den Minister, an die Medien. Wir haben ein Video dazu produziert und eine Anfrage im Landtag gestellt. Und wenn sich da jetzt nicht in den nächsten Tagen tatsächlich ein Versehen einstellt und bekannt wird, dann werden wir auch den Rechtsweg hier bestreiten. Das als kleine Anekdote aus dem Bayerischen Landtag. Und damit komme ich wieder zur großen Bundespolitik und zu den Bundestagsabgeordneten, die wir haben und die wir auch in Zukunft dann haben werden. Und ich komme jetzt zu einem Redner, der eben noch für uns auf der Autobahn gestanden hat und jetzt aber bei uns eingetroffen ist. Ich freue mich sehr darüber. Es ist ein Redner, den Sie alle kennen. Es ist jemand, der schon einmal Vorsitzender der AfD
Bayern gewesen ist für 2 Jahre. Er ist als Bundestagsabgeordneter im Auswärtigen Ausschuss, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ich habe selber schon mit ihm im Landtag eine Veranstaltung mit Václav Klaus machen dürfen, wo wir sehr interessante Einblicke gerade in das Thema Freiheit bekommen haben. Und deshalb bin ich ganz froh, dass wir ihn heute hier haben für eine kurze Rede von circa 10 Minuten. Begrüßen Sie mit mir zusammen den Bundestagsabgeordneten Peter Bistron. Wow. Ja, liebe Freunde, herzlich willkommen auch von mir. Lieber Ingo, vielen Dank für diese tolle Einführung. Und lieber Herr Dr. Gauland, ich wusste nicht, dass mir die Ehre zukommt, nach Ihnen zu sprechen. Das Beste war schon. Ja. Also ich bin jetzt die Vorgruppe, die nachher spricht. Was kann man nach so einer tollen Rede wie von Herrn Dr. Gauland noch sagen? Vielleicht eine Zurückbesinnung darauf, was heute für ein Tag ist, der 11. September. Vor 20 Jahren ereignete sich ein schlimmer Angriff auf die USA, ein Terroranschlag, dessen Auswirkungen wir bis heute hier spüren. Denn die Antwort der USA war auch der Krieg gegen Afghanistan. Und die damalige deutsche Regierung mit der SPD-Beteiligung hat sich entschlossen, den Amerikanern in diesen Krieg zu folgen. Und der damalige Verteidigungsminister Struck von der SPD hat gesagt, die deutsche Freiheit, deutsche Demokratie wird am Hindukusch verteidigt. Ja, das Gegenteil ist wahr. Wir sehen das heute nach 20 Jahren, ja. Die deutsche Freiheit, die deutsche Demokratie wird nicht am Hindukusch verteidigt, die wird an den Außengrenzen Europas verteidigt. Denn was hat uns dieser ganze Krieg, was haben uns diese 20 Jahre denn gebracht? 59 tote deutsche Soldaten. Und das ist wenige Tage her. Wir haben alle das mitverfolgen können, live im Fernsehen. Uns wurde 20 Jahre lang erzählt, in Afghanistan würden die Amerikaner und die Deutschen gemeinsam eine Zivilgesellschaft aufbauen. Herr Dr. Gauland hat das auch erwähnt, nicht? Man würde da die Frauen in führende Positionen führen, Gender Studies einführen und. Was war das Ergebnis? Wir haben mit zig Milliarden Dollar und Euro eine afghanische Armee aufgebaut, die 300.000 Mann stark war und die sich nach dem Rückzug der Amerikaner während weniger Tage kampflos 70.000 bis 80.000 afghanischen Taliban-Banditen ergeben hat. Und wenn man sich fragt, wie ist das denn möglich nach 20 Jahren Nation-Building, dann hätte es gereicht, wenn man einfach eine Umfrage aus dem Jahr 2013 sich angeschaut hätte. Da wurden sehr viele Afghanen befragt, Männer wie Frauen. Und 99% von diesen Menschen haben gesagt, sie wünschen sich die Scharia. Und jetzt, liebe Freunde, jetzt suchen Sie mal ein Thema, bei dem Sie hier in Deutschland eine Zustimmung von 99% der Bevölkerung finden. Sie werden keins finden, kein Thema. Aber 99% der Afghanen wollen nach der Scharia leben. Ja, bitte sehr, das können Sie gerne machen, aber bitte in Afghanistan. Ein Ergebnis hatte dieser 20-jährige Einsatz. Die Afghanen, die Taliban, die haben jetzt von den Amerikanern und von der afghanischen regulären Armee die ganzen Waffen übernommen.
Die Taliban haben mittlerweile mehr flugfähige Hubschrauber als die Bundeswehr. Ja, wenn man sich anschaut, wen wir als Verteidigungsministerinnen hatten in den letzten Jahren, dann ist es vielleicht sogar gewollt und wird als Erfolg dieser Mission betrachtet. Ja, das kann schon sein. Aber um wieder ernst zu bleiben, Herr Dr. Gauland, Sie haben das schon gesagt und das ist auch meine Schlussfolgerung. Diese 20 Jahre, dieser Einsatz war kein einziges Leben eines deutschen Soldaten wert. Es kommt eine schlimme Migrationswelle auf uns zu. Wir sehen das, dass sich hier schon wieder 2015 wiederholen soll. Und wir als AfD sind die einzige Partei, die das klar benennt und die sich auch klar dagegen stellt. Und das wissen auch die Wähler. Es nützt den Massenmedien nichts, die Wahrheit zu verdrehen und zu versuchen zu sagen, ja, die AfD war auch dafür. Ich bin selbst Obmann im Auswärtigen Ausschuss. Wir wurden schon Wochen vorher unterrichtet und wir haben mit der Regierung auch im Ausschuss und alle anderen Parteien auch darüber gesprochen, wenn wir unsere Soldaten abziehen, was passiert dann mit den Ortskräften? Und wir haben da sehr genau nachgefragt, ja, wie viel sind das denn? Und wir sind eiskalt belogen worden, eiskalt belogen. Denn natürlich hat man uns in diesen geheimen Gesprächen die genaue Zahl gesagt und die ist 2.500, wenn man noch die dritte, vierte, fünfte, sechste Ehefrau, die noch schnell noch dazu kam, dazu zählt, dann sind es vielleicht 3.500 Menschen, die wirklich für uns gearbeitet haben. Und genauso wie wir, und damals haben wir gesagt, selbstverständlich, wer sich für deutsche Soldaten einsetzt, wer für die gearbeitet hat, diese 3.500 Menschen, dazu stehen wir, das sind wir auch dem guten Ruf Deutschlands schuldig, die nehmen wir mit, die lassen wir da nicht abschlachten. Aber wir sind belogen worden. Am 15.08. hat die Verteidigungsministerin noch gesagt, auf die Frage, wie viele Ortskräfte wollen wir aus Afghanistan holen, 515. Einen Tag später hat ihre eigene Kanzlerin Angela Merkel schon gesagt, ja, 10.000. Und am 30.08. hat der Außenminister Maas schon gesagt, ja, es sind 70.000. Also mittlerweile ist das so, wer in Afghanistan jemals irgendwie ein Foto von einem deutschen Schäferhund gesehen hat, ist eine Ortskraft. Ja. Und evakuiert wurden 4.500 Menschen jetzt in den letzten Tagen. Nur 101 Personen davon waren wirklich Ortskräfte. Und wir lassen das nicht zu, dass der Begriff Ortskräfte, so wie damals 2015, zu Fachkräften umdefiniert wird und dass hier wieder eine Masseneinwanderung durch diese Hintertür erfolgt. Und wir sind da ganz genau, wir untersuchen das ganz genau, wie viel von diesen Menschen, die hier reingeholt wurden, wie viel wirklich Deutsche sind. Wir haben das gesehen, von diesen 4.500 haben 500 deutsche Staatsangehörigkeit. Ich persönlich habe die kleine Anfrage gestellt, um zu sehen, wer hat diese deutsche Staatsbürgerschaft von Geburt an und wie viele Personen sind sogenannte Flüchtlinge, also Migranten aus Afghanistan, die 2015, 2016 zu uns kamen, die behauptet haben, dass sie in Afghanistan verfolgt sind und dass sie deswegen hier Schutz brauchen und dann aber trotzdem in Urlaub geflogen sind nach Afghanistan und jetzt plötzlich von der deutschen Bundeswehr da wieder gerettet werden mussten. Ja? Und da sagen wir auch ganz klar, wer behauptet, er ist Flüchtling, er wird verfolgt, der kann bei uns Schutz bekommen, aber der kann nicht mit einem Flüchtlingsstatus zurück in das Verfolgungsland in Urlaub reisen. Und deswegen fordern wir ganz klar, erstens, genauso wie die Schweizer das gemacht haben, jeder vorbehaltlos, jeder deutsche Staatsbürger, der sich nach Afghanistan begeben hat, trotz
der Reisewarnung trotz des Verbotes des Auswärtigen Amtes und der danach gerettet werden musste, der soll seine Bergungskosten selbst tragen. Sie haben das schon angesprochen, Herr Dr. Gauland. Es wurden da auch viele kriminelle Afghanen nach Deutschland eingeflogen. Nicht nur diejenigen, die kriminell in Afghanistan waren, sogar Leute, die hier in Deutschland verurteilt waren, die schon abgeschoben waren, die haben wir schon wieder zurück eingeflogen. Und da ist die Forderung auch klar: kriminelle Afghanen wieder zurück nach Afghanistan abschieben. Und es wird uns immer unterstellt, wir würden den Menschen gar nicht helfen wollen. Das ist nicht richtig. Und ich persönlich, die meisten von Ihnen wissen das ja, ich bin selbst ein Flüchtling. Ich bin auch aus der Tschechoslowakei nach Bayern geflüchtet. Und ich bin vor 3 Tagen noch von Münchner Merkur gefragt worden, ja Herr Büstron, wie können Sie so herzlos sein? Warum wollen Sie den Afghanen nicht helfen? So ich sage, aber ich bitte Sie, selbstverständlich wollen wir das. Ich will für die Menschen genau dasselbe wie für mich. Ich bin aus Tschechien nach Bayern gekommen und wir sagen das auch bei den Afghanen, die sollen ortsnah untergebracht werden. Ich bin hier auch ortsnah untergebracht worden, oder? Also, ortsnahe Unterbringung, da gibt es einen kleinen Haken. Keiner der Nachbarländer will die Afghanen haben. Und warum? Weil sie sagen, die befürchten eine Islamisierung ihrer Heimat. Aber liebe Freunde, wir wollen auch keine Islamisierung unserer Heimat. Wir wollen hier Deutschland bleiben. Und deswegen vielleicht die letzte Forderung an alle Ihre Freunde, an alle Ihre Bekannten, AfD wählen, dann wird das alles auch passieren. Dankeschön. Also das war sehr schön, lieber Petre, ortsnahe Unterbringung, das werde ich mir jetzt merken. Ich habe noch eine Sache vergessen, du bist auf Listenplatz 4 und solltest somit auch nach Adam Riese wieder relativ sicher im nächsten deutschen, ja eigentlich sicher im nächsten deutschen Bundestag sein. Du kommst aus München-Nord, leitest da einen Kreisverband und jetzt komme ich zu dem nächsten Redner, der versteckt sich noch ganz weit da hinten in der letzten Reihe. Ich kann aber schon mal ein paar Tipps geben, dann kommt ihr vielleicht drauf. Er kandidiert auf Platz 5 der bayerischen Liste, kommt aus Nürnberg, wo er seinen Wahlkreis hat. Und wenn wir gerade von Herrn Dr. Gauland und von Petre Bistron gehört haben, was das alles für Folgen hat, ja, die Folgen der Masseneinwanderung, der Migration, aber auch die sozialen und monetären Folgen der ganzen Corona-Krise, dann ist unser nächster Redner jemand, der damit aktuell und zukünftig natürlich auch etwas ganz hautnah damit mit den Folgen zu tun hat. Er ist im Ausschuss für Arbeit und Soziales, jetzt hätte ich fast vergessen, er ist auch mal Vorsitzender der AfD Bayern gewesen und er ist ein großer Wahlkämpfer, hat sogar schon eigene Plakatlinien rausgebracht, die bei sehr vielen Mitgliedern sehr gut angekommen sind und jetzt natürlich von einem Termin zum anderen. Meine Damen und Herren, liebe Freunde, begrüßen Sie mit mir Martin Sichert. Vielen Dank für den herzlichen Applaus. Ja, liebe Freunde, wie verrückt ist dieses Land geworden? Das da oben, das ist das, was momentan ganz viele Menschen beschäftigt, nie wieder Lockdown. Wie verrückt dieses Land geworden ist, das zeigt exemplarisch eine Pressemeldung, die gestern durch alle möglichen Agenturen und alle möglichen Medien ging, dass sich nämlich mindestens 39 Menschen in Münster auf einer Party, bei der nur 2G galt, infiziert haben. Mindestens 39 Geimpfte und Genesene haben sich auf dieser Party infiziert. Man hat also eine Impfung, die entgegen aller Propaganda nicht vor der Ansteckung schützt. Ganz im Gegenteil,
Die Impfung ist ein Infektionstreiber. Überall dort, wo die Impfquote hoch ist, steigt die Zahl der Infizierten und es steigt die Zahl der Erkrankten. Das beste Beispiel dafür ist Israel, wo ein Großteil der Bevölkerung geimpft ist und sowohl die Inzidenz als auch die Zahl der Erkrankungen durch die Decke gehen und dort über 80% der Neuinfektionen im Juli und im August bei Geimpften stattgefunden haben, bei vollständig Geimpften wohlgemerkt, teilweise sogar bei dreifach Geimpften. Und auch in Deutschland kann man dieses Phänomen beobachten, wenn man sich anschaut, wie sieht denn die Zahl der Infizierten und wie sieht die Zahl der Erkrankten aus im Verhältnis von Westdeutschland zu Ostdeutschland. In Westdeutschland haben wir deutlich mehr Geimpfte und folglich ist dort auch die Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen höher und es ist die Zahl der Erkrankungen auch deutlich höher. Aber das will man in der Politik nicht wahrhaben. Man erzählt uns lieber, dass die Impfung vor einem schweren Verlauf garantiert schützen würde. Und auch da sagen uns die Statistiken genau das Gegenteil. 26% der Corona-Toten im August in Deutschland, 26%, also mehr als jeder vierte der offiziellen Corona-Toten in Deutschland, war vollständig geimpft. 2G und 3G sind nichts anderes als eine massive Diskriminierung von Ungeimpften und sie haben umgehend eingestellt zu werden. Und ich bin ehrlich gesagt, ich bin entsetzt als Bürger dieses Landes, dass die AfD die einzige Partei in Deutschland ist, die sich dieser willkürlichen staatlichen Diskriminierung entgegenstellt. Es ist eine absolute Schande für all die anderen Parteien, dass dort niemand den Mund aufmacht und sich gegen diese staatliche Willkür erhebt. Das beweist einmal mehr, wir sind die einzige freiheitliche Partei und wir sind die einzige, die die Grundrechte achtet. Man nötigt die Menschen massenhaft zur Impfung, weil viele sich von sich aus nicht impfen lassen wollen. Und wenn man sich die Statistiken anschaut, dann kann man sagen, zumindest die jungen Menschen haben da durchaus recht. Reden wir doch mal über die Fakten, die wir in den Medien nie zu hören bekommen. Bis Ende Juli diesen Jahres sind nach einer Impfung mit einem Corona-Impfstoff 1.254 Menschen laut dem offiziellen Paul-Ehrlich-Institut gestorben. In 20 Jahren vorher starben in Deutschland nach einer Impfung gerade mal 456 Menschen. Es sind also in den ersten 7 Monaten diesen Jahres 3-mal so viele Menschen gestorben, wie in 20 Jahren vorher bei allen anderen Impfstoffen zusammen. Und das ist nicht nur eine deutsche Statistik, dass irgendjemand sagt, da hockt einer im Paul-Ehrlich-Institut und der erfasst da falsche Zahlen. Aus den USA gibt es die gleichen Zahlen. In den USA sind es 7.034 Menschen, die nach einer Impfung mit einem Corona-Impfstoff gestorben sind. Und es sind in den 30 Jahren zuvor, seit 1990, an allen anderen Impfstoffen gerade mal 4.173 gestorben. Also auch dort 7.034 jetzt in diesem Jahr mit den Corona-Impfstoffen und 4.173 in 30 Jahren zuvor. Die Wahrheit lautet, wenn man diese Sachen veröffentlichen würde und wenn die Politiker wirklich die Konsequenz ihres Handelns durchdenken würden, dann weiß man, jeder andere Impfstoff, der so heftige Nebenwirkungen hat, der wäre schon längst vom Markt genommen worden. Und jetzt reden wir mal über das, worüber Söder und Co. die ganze Zeit reden, nämlich das, was man momentan den Jugendlichen antut. Eine aktuelle US-Studie sagt, dass bei 1 Million infizierten Jugendlichen nur 44 einen so schweren Verlauf haben, dass sie gegebenenfalls ins Krankenhaus müssen. Und sie sagt zugleich, 162 bei 1 Million geimpften Jugendlichen im Alter von 12 bis 15 Jahren, 162 bekommen schwere Herzprobleme
nach einer Impfung. Und jeder vierte dieser Jugendlichen wird an diesen Herzproblemen binnen 5 Jahren sterben. In den letzten 1,5 Jahren, die wir jetzt Corona in Deutschland haben, ist im Schnitt pro Million Jugendlicher einer pro Jahr als Corona-Toter gestorben. Und wenn wir von Corona-Toten reden, da sind dann auch Krebskranke, Verkehrsunfallopfer und so weiter drin, die einen positiven Test hatten. Wenn jetzt alle 6 Monate alle Jugendlichen geimpft werden, dann würden allein aufgrund dieser Herzproblematiken 50 Jugendliche pro Million pro Jahr laut der Studie sterben. Das heißt, laut dieser Studie der Amerikaner ist die Impfung 50 Mal so gefährlich für einen Jugendlichen wie Corona. Und jeder Politiker, der angesichts dieser Daten aktiv dafür wirbt, dass Jugendliche geimpft werden, oder der gar hingeht und versucht jetzt die Jugendlichen mit all diesen 2G-Regelungen, 3G-Regelungen, mit weiteren Sanktionen zur Impfung zu nötigen, der ist ein Verbrecher. Nichts anderes. Und Verbrecher haben in der Regierung und sie haben auch in Ministerien nichts zu suchen. Was wir hier sehen, gilt übrigens auch für andere Bereiche. Thomas Vosshaar und die anderen Lungenfachärzte sagen seit 1,5 Jahren, dass 3 von 4 Corona-Toten in den Krankenhäusern deswegen sterben, weil sie zu früh invasiv beatmet werden. In den Krankenhäusern, in denen die invasive Beatmung nur im alleräußersten Notfall durchgeführt wird, stirbt nur 1/4 der Patienten, wie in den Kliniken, wo man frühzeitig Menschen invasiv beatmet. Und was macht die Politik? Sie setzt einen Anreiz von 10.000 bis 60.000 Euro pro invasiv beatmetem Corona-Patient für die Krankenhäuser. Das heißt, die Politik setzt einen finanziellen Anreiz, der dafür sorgt, dass 3 von 4 Corona-Patienten in deutschen Krankenhäusern sterben. Und dann erzählt man uns ständig was von Gesundheitsschutz. Nein, meine Damen und Herren, diese Politik dient nicht dem Schutz der Bevölkerung, sondern sie dient der Kontrolle der Bevölkerung und dem, dass man Lobbyisten und Amigos Geld zuschieben kann. Und damit muss Schluss sein. Damit muss Schluss sein und ich bin stolz, der AfD anzugehören, die sich als einzige Partei dieser Fehlentwicklung entgegenstellt. Was hat man denn in den letzten Jahren alles so getrieben? Alte Menschen in Heimen wurden monatelang isoliert. Die Familie, die Freunde, die für viele alte Menschen ihr Ein und Alles ist, die durften sie nicht sehen. Sie durften nicht mal mit anderen Heimbewohnern häufig zusammenkommen, um gemeinsam die Speise einzunehmen. Alte Menschen von ihren Liebsten zu trennen und nicht mal im Sterben ihre Familie zu sich kommen zu lassen, das ist absolut unmenschlich und es ist ein Angriff auf die Würde des Menschen, wie sie in Artikel 1 des Grundgesetzes steht. Und dass dieser Artikel 1, die Würde des Menschen von den Altparteien, mit Füßen getreten wird, das zeigt, dass es allerhöchste Zeit ist für einen Wechsel in der Politik. Geben wir den alten Menschen die Würde zurück. Lassen wir sie frei entscheiden, wen sie treffen wollen und wen nicht. Lassen wir der Jugend die Freiheit und allen anderen Menschen auch. Leben wir wieder den Geist der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Klären wir über alle Fakten auf. Lassen wir jeden frei entscheiden, ob er geimpft werden will oder nicht. Beenden wir staatliche Gängelung und Zwang. Deutschland hat 2 Diktaturen mit Sozialismus, staatlicher Bevormundung, Überwachung und Denunziation hinter sich. Und stellen wir uns deswegen den größten wahnsinnigen Politikern entgegen. Beenden wir die Impfzwangsmaßnahmen, beenden wir
die Lockdown-Maßnahmen, beenden wir jegliche Form von staatlicher Willkür. Meine Damen und Herren, wählen Sie Freiheit und Demokratie. Und dafür steht in Deutschland leider nur die AfD. Ja, meine Damen und Herren, das Thema Corona omnipräsent. Ich erinnere mich an die Bundesprogrammkommission, wo wir wirklich gestritten haben hinter verschlossenen Türen, wie wir damit umgehen sollen. Wir haben unser ganzes Programm nochmal überarbeitet in diesem wichtigen Punkt. Und ich glaube, diese ganze Arbeit ist auch notwendig und gut gewesen, wenn man sich jetzt anschaut, wie mit uns verfahren wird. Die schlimmen Zeiten oder die richtig schlimmen Zeiten können ja noch kommen. Zumindest hat der Vizekanzler der SPD, Herr Scholz, ja jetzt mal zugegeben, dass alle, die sich bisher geimpft haben, für ihn Versuchskaninchen sind. Ja, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Versuchskaninchen. Und wir haben jetzt schon einen kleinen Einblick sozusagen in das Soziale bekommen, auch in die Konsequenzen. Und das können wir jetzt natürlich wunderbar dramaturgisch vertiefen mit unserem nächsten Redner. Er ist nämlich ein Bundestagsabgeordneter, der in dem Ausschuss für Familie und Kinder tätig ist. Und Kinder wurde ja gerade angesprochen, besonders gefährdet. Ich sage trotzdem noch ein paar kurze Sätze zu ihm, weil ich es mir extra rausgesucht habe. Er kandidiert auf Listenplatz 6 der Bayerischen Liste für den Bundestag. Er ist Bundestagsabgeordneter, wird dort also auch wieder sein. Er ist, hat er mir vorhin verraten, in den Telegram-Gruppen momentan nicht so präsent. Man beschwert sich schon darüber. Der Grund ist aber, er ist halt im Wahlkampf unterwegs und sein Wahlkreis ist sehr gut plakatiert. Das haben sehr viele andere auch schon gesehen. Er ist also auch ein großer Wahlkämpfer und er ist Mitglied des Bezirksvorstandes und zwar stellvertretender Vorsitzender, hat also diese Veranstaltung heute hier auch mit vorbereitet und geholfen. Und insofern begrüßen Sie mit mir jetzt zusammen den Kreisvorsitzenden von Freising Pfaffenhofen, den Bundestagsabgeordneten Johannes Huber. Ja, vielen Dank, lieber Ingo, für die herzliche Anmoderation. Vielen Dank für den warmen Applaus. Ich muss zugeben, gestern war ich im Weilheim und ich durfte vor Dr. Alexander Gauland sprechen. Das war einfach. Heute darf ich nach ihm sprechen und nach den anderen tollen Vorrednern. Das ist nicht ganz so einfach. Aber liebe Freunde, ich möchte euch trotzdem fragen, was wäre Deutschland heute ohne die AfD im Bundestag? Ich würde sagen, Deutschland würde im rot-grünen Utopia aufgehen, ohne Grenzen, ohne Freiheit und ohne Heimat. Mit einer Deindustrialisierung, die uns wirklich zurückführt ins Mittelalter. Mit einem Ausverkauf deutscher Steuergelder an die Europäische Union. Ohne Eigentum oder demokratische Wahlmöglichkeit für die Bürger, wie es der Great Reset letztendlich auch bedeutet. Es würde keine Stimme geben im Bundestag und auch nicht außerhalb, die sich mit Mut zur Wahrheit dagegen auflehnt und die politische Korrektheit bricht. Dr. Alexander Gauland, wir alle und auch ich, wir haben in den letzten 8 Jahren Geschichte geschrieben. Wir haben genau diese Stimme geschaffen, eine Stimme für Deutschland, eine Stimme der Vernunft, eine Stimme der Opposition, eine Stimme, die früher oder später, vor allem auch angesichts der Misere der deutschen Bundesregierung, jetzt irgendwann vor dem Durchbruch steht, früher oder später. Und darauf können wir verdammt nochmal stolz sein, weil wir mit Deutschland, mit der AfD wieder eine Chance haben. Und liebe Demokraten, die Klimadebatte, liebe Demokraten, hat einen deutschen Sonderirrweg hervorgebracht und zeigt religiöse Züge. Es ist tatsächlich eine historische Hybris, wenn man meint, Deutschland oder von Deutschland aus die Welt alleine zu retten und das Klima zu beeinflussen.
Wenn man das aber schon behauptet, dann muss man es auch beweisen können. Das sollten wir allen Gläubigen des menschengemachten Klimawandels auch immer wieder sagen, dass sie und nur sie in der Beweispflicht stehen und nicht wir als gesunde Skeptiker. Wenn sie nämlich keine Antworten auf unsere Fragen haben, zum Beispiel warum auch im harten Lockdown die CO2-Messungen nicht nach unten zeigten, dann haben auch die politischen Maßnahmen, ja, die auf Behauptungen des politischen Weltklimarates basieren, keinerlei Rechtfertigung, und dann müssten wir auch die CO2-Steuer nicht nur an der Tankstelle sofort wieder abschaffen. Weg damit! Es gibt aber Profiteure der Energiewende, die auch die kürzliche Hochwasserkatastrophe und demzufolge auch Menschenleben für ihre Klimaverschwörungstheorie ausgenutzt haben. Denn mit dem dazugehörigen Emissionshandel lässt sich ordentlich Geld verdienen. Wenn Unternehmen heute wie Tesla mittlerweile keine Gewinne mehr machen mit dem Autobauen, sondern mit dem Verkauf von Emissionszertifikaten, ja, dann kann man gut ermessen, dass der Klimahype letztendlich nichts anderes als eine große Spekulationsblase ist, die irgendwann platzen muss. Und den Klimafanatikern sage ich heute auch deutlich, wer sich, und ihr habt es mitbekommen, in den letzten Tagen von der Autobahn hat abseilen lassen, ja, der gefährlich in den Straßenverkehr eingreift und Unmengen an Menschenleben auch gefährdet, der muss nicht nur die Härte des Rechtsstaates zu spüren bekommen, sondern der sollte auch selber finanziell dafür aufkommen müssen. Denn die heimische Automobilindustrie, und ich selber habe darin gearbeitet, leidet unter der politisch erzwungenen Elektromobilität. Wir sehen, dass in Deutschland jeder zweite Arbeitsplatz dadurch gefährdet ist. Leiharbeiter sind nahezu ausgestellt, Nachtschichten werden abgebaut, ältere Arbeitnehmer werden weniger. Alle Arbeitnehmer sind in großer Sorge. Vor allem wir in Bayern mit dem Standort Automobilindustrie. Wir als AfD geben diesen Betroffenen wieder eine Stimme. Wir kämpfen dafür jeden Tag für den Erhalt der Arbeitsplätze. Wir kämpfen dafür, die Verbrennertechnologie zu erhalten, diese sozialverträgliche, und wir wollen diese politische Deindustrialisierung, die wollen wir stoppen. Das ist unsere Alternative, die wir den Bürgern anbieten. Gleichzeitig fordert die Klimareligion der Bundesregierung uns Bürgern mehr Anstrengungen, zum Beispiel im Bevölkerungsschutz. Wir haben es gesehen, dank instabiler grüner Energiepolitik bewegen wir uns immer näher an einem Blackout. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz, das jetzt bekannt geworden ist, hat das auch vor einigen Jahren schon mal drastisch zusammengefasst. Wenn im Großraum München oder im Großraum Nürnberg der Strom ausfällt, wenn 3 Millionen Bürgern keinen Strom mehr hätten, dann wären konservativ geschätzt 1.000 Tote zu beklagen, weil auch nach 3 Wochen immer noch 10% ohne Strom wären. Liebe Leute, ich sage euch, die beste Krisenvorsorge wäre eine Umkehr von der dümmsten Energiepolitik der Welt, wie sie eben laut Wall Street Journal die deutsche Bundesregierung betreibt. Das ist unser Weg. Und nicht nur die Klimapolitik gefährdet Wohlstand und riskiert Armut für uns alle, sondern das geht Hand in Hand mit der Lockdown-Politik der Bundesregierung. Denn mit dem Ewigkeits-Lockdown ruiniert die deutsche Bundesregierung nicht nur den Wohlstand, sondern auch die Staatsfinanzen, auch die Zukunft der kompletten nächsten Generationen. Es ist schon angesprochen worden. Die negativen Folgen der Schulschließungen haben laut IFO-Institut, die wahrlich nicht auf der Seite der AfD stehen, aber die haben ausgerechnet, das würde bis zu 3,3 Billionen Euro kosten. Wir sagen, auch nach den Schulferien müssen Schulen, Kitas und Horte, und zwar in Regelunterricht, weiter geöffnet bleiben, ohne Impfpflicht, ohne Testpflicht, und weil Kinder laut Corona-Kita-Studie des Familienministeriums auch kaum zum Infektionsgeschehen beitragen, auch ohne einen Zwang Maske zu tragen. Das brauchen wir alles nicht. Und Martin Sichert hat schon angesprochen, es darf auch verdammt nochmal keine Impfpflicht durch die Hintertür geben. Denn die Regierung ist es, die diese Gesellschaft wirklich von oben spaltet. Und zwar in gute Geimpfte und böse Ungeimpfte. Aber was sich damit letztlich die Regierung auch zutraut, ist, die Gesellschaft zu spalten in Untertanen, die belohnt werden, und Widerständler, die bestraft werden. Darauf läuft es hinaus.
Wir sagen, Grundrechte sind keine Privilegien, sondern unteilbare Abwehrrechte der Bürger gegen eine Willkürregierung. Und wir im Bundestag, wir kämpfen dafür, dass die Grundrechte, das Grundgesetz wieder schnellstmöglich für uns alle gelten, ob geimpft oder ungeimpft. Und wenn Jens Spahn jetzt das Impfen an die Erwerbsarbeit knüpft, wer im Sinne einer Impfapartheid sogar den Lohnausfall im Quarantänefall und damit die Arbeitgeber anstachelt, das umzusetzen, ja, der muss sich doch irgendwann selbst verschuldet messen lassen mit anderen Schurken in der deutschen Geschichte. Jens Spahn, auch Sie müssen zurücktreten. Und weil Söder hier in Bayern schon angesprochen wurde, Söder hat gesagt in den letzten Wochen, er gibt uns jetzt Stück für Stück die Menschenwürde zurück. Ich sage euch, wer das zugibt, dass er uns Stück für Stück die Menschenwürde zurückgeben möchte, der gibt auch zu, dass er uns Stück für Stück die Menschenwürde genommen hat. So jemand hat kein Recht, Ministerpräsident von Bayern zu sein, und so jemand, da bin ich Gott froh, darf auch kein Kanzler in dieser Bundesrepublik werden. Und auch weil sich sein Kumpane Aiwanger jetzt als Impfskeptiker auf einmal auftut, ja, wahrscheinlich ist das ein abgekartetes Spiel. Lieber Hubert, du bist gegen die Impfung, ich bin Markus, ich bin für die Impfung. Schauen wir mal, ob das Volk darauf reinfällt. Tun wir so, entweder wählen sie dich oder mich, aber Hauptsache nicht die AfD. Das ist der Plan, das sagen wir. Jede Stimme für die Freien Wähler ist eine verlorene Stimme. Macht's das nicht, denn die Freien Wähler haben immer mitgestimmt mit der Söder-Regierung. Und zweitens werden sie auch nicht über 5% in Bayern und auch nicht bundesweit kommen. Sie kommen nicht in den Bundestag rein. Es ist eine verlorene Stimme. Liebe Leute, es gibt eine Alternative für Deutschland. Das sind wir. Wählt die Blauen. Und so kämpfen wir weiter mit voller Kraft gegen diese willkürliche, weil ohne Kriterien beschlossene epidemische Lage nationale Tragweite im Bundestag. Wir kämpfen dafür, diesen politischen Lockdown sofort zu beenden, denn, um zum Schluss zu kommen, es ist zutiefst heuchlerisch, wenn sich jetzt auch ein Olaf Scholz und seine Genossen hinstellen, die bekannt geworden sind, dass sie Kinderrechte ins Grundgesetz verankern wollen und mit dem Ausbau auch der Ganztagsbetreuung seit langem bereits eine kulturelle Revolution zu erreichen und die Lufthoheit der Regierung über die Kinderbetten zu erobern. Andererseits aber die vollständig vorhandenen Rechte von Kindern und Jugendlichen, die im Grundgesetz schon bestehen, aber durch den Ewigkeitslockdown aushebeln wollen. Das ist heuchlerisch, so etwas brauchen wir nicht. Denn wir wollen Schaden abwenden von der deutschen Bevölkerung. Anders als uns weiß gemacht wurde, auch medial, haben wir die wirkliche Triage auch nicht an den Krankenhäusern. Wenn Intensivbetten nur zu 4% von an oder mit Corona-Erkrankten ausgelastet sind, wir aber bei den Einrichtungen für Kinder- oder Jugendpsychiatrie dort feststellen, dass nur noch die Kinder und Jugendlichen behandelt werden, die Selbstmordgedanken pflegen. Ja, liebe Leute, sowas ist wirklich nicht mehr normal. Und weil wir diese Normalität wieder zurück wollen, sage ich, bei dieser Wahl sind wir alle im Rettungseinsatz. Wir sind im gleichen Einsatz wie auch die Rettungskräfte in den Hochwasserregionen. Wir müssen jetzt diesen Schutt wegräumen. Wir müssen eine Alternative bieten. Machen wir das. Ich leiste meinen maximalen Beitrag. Dafür holen wir uns unsere Grundrechte zurück. Schreiben wir diese Geschichte, die wir vor 8 Jahren begonnen haben, weiter. Bei dieser Bundestagswahl wählen wir die AfD mit beiden Stimmen und lassen wir diese Wahl zu einem Wendepunkt für Freiheit und Selbstbestimmung werden in Bayern und in Deutschland. Vielen Dank. Ja, meine Damen und Herren, liebe Freunde, Johannes Huber hat es gerade angesprochen, Automobilindustrie, die Autobahnen. Ich bin heute hier mal nicht auf der Autobahn von München hergekommen, beziehungsweise
nicht auf der A9, das ist ja voll Baustellen, man braucht viel länger, bin ein bisschen über Land gefahren. Wenn man da so über Land fährt, genau das ist, was fällt einem da so auf als Naturwissenschaftler, der auch so ein bisschen Herz für die Landwirtschaft hat, alles voll Mais, rechts Mais, links Mais. Und das liegt nicht an den Bauern, das liegt daran, an dieser Energiewende, an dieser Klimaschutzpolitik. Ja, und Herr Gauland hat es gesagt, 15% können wir gerade mal decken durch Windkraft, ja, aber auch durch Solarkraft, durch die Bioenergie. Und davon werden unsere ganzen Landschaften hier sozusagen vermeist. Und dann wundert man sich hinterher, dass die Insekten abnehmen oder andere Arten darunter leiden. Das ist alles hausgemacht und da braucht man hinterher dann nicht hingehen wie hier in Bayern und dann so ein Volksbegehren Bienen machen, dass man dann hinterher selber diese Insekten wieder retten will. Aber, meine Damen und Herren, während ich und der Johannes Huber auf Autobahnen unterwegs sind, ist der nächste Redner, den wir heute haben, früher eher so im Highspeed, also mit Hochgeschwindigkeit über uns, über unsere Köpfe hinweg gebraust, im Phantom oder im Tornado und hat da Deutschland gesichert. Momentan ist er auch schon, glaube ich, über 41 und sichert im Verteidigungsausschuss für uns ganz aktuell, versucht es zumindest seinen Beitrag zu leisten, die deutsche Sicherheitspolitik, oder sagen wir es mal so, das Schlimmste abzuwenden. Und ich rede von einem Mann, den ich aus Münchenland sehr gut kenne. Münchenland ist gleich neben Starnberg und Münchenland, dort bist du auch engagiert als im Kreisvorstand. Du kandidierst auf Platz 9 der Bayerischen Liste für den Bundestag und ich glaube, ich muss jetzt gar nicht mehr viel reden, als Bundestagsabgeordneter wirst du uns hoffentlich noch lange weiter vertreten. Die Rede ist von Gerold Otten, meine Damen und Herren. Ja, grüß Gott, liebe Freunde. Danke auch für den freundlichen Empfang hier und für den Beifall. Ingo hat mich ja schon gerade vorgestellt als Mitglied im Verteidigungsausschuss und ich bin auch noch Mitglied in der Parlamentarischen Versammlung der NATO, also dem NATO-Parlament. Mit dem Kollegen Roland Hartwig sind wir also die zwei AfD-Vertreter dort. Und es ist schon gesagt worden, heute ist der 11. September und heute ist der 20. Jahrestag des Anschlags auf die Türme in New York. Und die Folgen davon haben wir in den letzten Tagen und Wochen auch sehr deutlich gesehen mit den Bildern, die wir aus Afghanistan, jeder vor Augen hat, die letztendlich Flucht und das überstürzte Verlassen des Landes durch die westlichen Truppen. Deshalb möchte ich heute mal, weil es eben auch uns in den letzten Wochen sehr beschäftigt hat, ich möchte weniger auf die Aspekte eingehen, die Flüchtlingswelle, die auf uns zukommt, ist hier schon angesprochen worden. Und auch ein paar andere Themen, auch das Versagen des Außenministers ist schon von Peter angesprochen worden. Ich möchte noch mal vielleicht kurz darauf zurückkommen, wie ist es eigentlich zu diesem Einsatz in Afghanistan gekommen nach dem 11. September? Die Amerikaner haben daraufhin den sogenannten Beistandsfall ausgerufen, den Artikel 5 des NATO-Vertrags, der die NATO-Staaten verpflichtet dazu, einem Land, das angegriffen wird, entsprechenden militärischen Beistand zu leisten. Als die NATO gegründet war, war das aber nie der Gedanke, dass ein Terroranschlag dazu führt, dass die Streitkräfte von befreundeten Staaten diesem Land dann zur Seite stehen. Aber die Amerikaner haben es eben entsprechend auch politisch durchgedrückt. Und letztendlich, wenn wir uns daran erinnern, es war damals die rot-grüne Regierung unter Schröder, und der dann die uneingeschränkte Solidarität mit den Amerikanern zum Ausdruck gebracht hat. Und das hat eben dann dazu geführt, dass in Afghanistan letztendlich die Terrorcamps bekämpft wurden, dass Al-Qaida-Lager bekämpft wurden. Wir erinnern uns an die Bombardierung von Tora Bora, wo dann angeblich Osama Bin Laden sich versteckt hatte. Aber wir müssen einfach mal sehen, dass wir hier in einen Konflikt gezogen sind, der ja gar nicht von Afghanistan ausging. Denn wer waren denn die Täter und wer waren die Drahtzieher hinter dem 9/11? Das waren Saudis, das waren saudische Geldgeber, es waren saudische Terroristen, die diese Flugzeuge gesteuert hatten und haben diesen Anschlag verübt. Aber Amerika konnte natürlich nicht Saudi-Arabien attackieren, weil Amerika letztendlich ein Land ist, das zu der Zeit noch ganz massive Ölinteressen hatte mit Saudi-Arabien, und es hatte auch Saudi-Arabien als einen der größten Waffenkäufer von US-amerikanischen Waffen. Also musste man sich ein Ziel suchen, was dann leichter zu bekämpfen war.
Man hat ja eigentlich seine Ziele auch schnell erreicht und letztendlich hätte man sich auch relativ früh wieder zurückziehen können. Aber das hat man nicht gemacht, sondern man wollte dann auf einmal umschwenken und das Land aufbauen, Nation Building betreiben. Man wollte die afghanische Armee aufbauen und wollte dann auch, was ja auch hier mal kam, Frauenrechte dort voranbringen, Frauen in Position bringen, Mädchenschulen. Die deutsche Bundeswehr sollte dort eben Brunnen bohren und wurde so als bewaffnetes technisches Hilfswerk dargestellt. Das war die Situation damals. Aber wir sehen, dass wir hier, wenn wir in der NATO sind, letztendlich amerikanischen Sicherheitsinteressen und amerikanischen Vorstellungen folgen müssen, weil wir dort in solche Konflikte gezogen werden. Wir sind über die Amerikaner in den Irak gezogen worden. Wir sind über die Amerikaner nach Syrien gezogen worden. Die Amerikaner haben den Balkankrieg initiiert. Und da müssen wir sehen, dass die NATO, und das ist auch unsere politische Forderung, wir haben in unserem Wahlprogramm, wir wollen keine Auslandseinsätze mehr außerhalb des Bündnisgebiets der NATO. Die NATO muss sich auf ihr Bündnisgebiet beschränken und nur dort dürfen deutsche Soldaten eingesetzt werden. Ja, dann nochmal einen zweiten Punkt. Es war ja angeblich alle völlig überrascht, dass die Taliban es in so kurzer Zeit geschafft haben, nach dem Abzug der westlichen Truppen in Kabul einzumarschieren. Und das war auch dann kam Karin Bauer, die bei uns im Ausschuss das zum Ausdruck brachte. Maas hat das vor der Presse gesagt, auch andere Nationen. Aber was ist die Ursache für diese Fehleinschätzung? Die Fehleinschätzung beruht darauf, dass man heute in den Geheimdiensten willfähriges Personal setzt. Und wir haben es erlebt im Verfassungsschutz, wo Maaßen gegen Haldenwang ausgetauscht wird. Ich habe es im BMAD, also im Militärischen Abschirmdienst gesehen, wo dann ein nicht willfähriger Präsident ausgewechselt wurde gegen eine neue Präsidentin, weil er angeblich nicht den Kampf gegen rechts in der Bundeswehr entsprechend scharf forciert hat. Und wir sehen es auch hier, dass der Bundesnachrichtendienst letztendlich politisch gefärbte Berichte geliefert hat. Und das ist in anderen Ländern auch so, denn hier diese Leute an den Spitzen sind politische Kräfte, die sind handverlesen, um willfährige Gutachten zu schreiben, letztendlich für die Regierung. Und dann wundern sich die Regierungen, dass sie auf einmal völlig im Regen stehen und von Entwicklungen überrascht sind, die sie eigentlich selber hätten sehen können. Ich war vor 2 Jahren selbst in Kabul. Ich war in der Green Zone, ich habe dort mit dem amerikanischen Oberbefehlshaber gesprochen. Und er hat uns vor 2 Jahren schon ein Lagebild dargestellt, dass sich die Taliban im Land frei bewegen können. 70-80% des Landes hatten die freien Bewegungsraum. Die haben sich wie der Fisch im Wasser bewegt in dem Land. Es war so gar keine Überraschung. Sie haben Unterstützung aus der Bevölkerung gehabt und haben dort großen Rückhalt gehabt. Gleichzeitig die afghanische Armee wurde damals schon uns gegenüber als nicht kampfkräftig, vor allem nicht kampfwillig und fähig dargestellt. Und das liegt eben daran, dass das Land ein total korruptes Land, denn die Gelder, die in das Land geflossen sind von uns aus dem Westen, sind in die korrupten Taschen der afghanischen Regierung geflossen. Wir haben gesehen, der Staatspräsident ist mit Geldkoffern ins Ausland geflogen, macht sich heute ein schönes Leben in Dubai und am Golf. Und die afghanischen Soldaten haben teilweise monatelang keinen Sold bekommen. Das war die Situation dort in dem Land. Und jeder hätte es wissen können, dass Afghanistan fallen wird und dass Kabul fallen wird. Und das sind die Folgen, die wir entsprechend auch sehen müssen daraus, die, glaube ich, vielen heute noch gar nicht klar sind. Was wird dieser Fall von Afghanistan bedeuten? Was bedeuten die Bilder von Männern mit Bärten, mit Turban, mit Kalaschnikow, die dort eine westliche Armee, eine hochgerüstete Armee besiegt haben, die den gesamten westlichen Staaten aus dem Land vertrieben haben? Dies wird eine Signalwirkung haben für viele Kämpfer im islamischen Bereich, die jetzt in den nächsten Einsatz gehen werden, denn dort ist die Bundeswehr in Mali zum Beispiel. Dort wird Mali ein Magnet sein für Kämpfer, für islamische Kämpfer, die jetzt dort auch schon im Juni, war es ein Anschlag auf unsere Bundeswehrsoldaten, die wir sehen werden, dass sich das dort verstärken werden. Wir sehen, dass der internationale Terror Auftrieb bekommt, weil das die Bilder sind, die islamistische Kämpfer wieder antreiben werden, gegen den Westen, gegen Ungläubige zu kämpfen. Es ist ein Fanal, was wir hier erlebt haben in Afghanistan. Und nur die AfD ist die einzige Partei im Bundestag, die gegen Auslandseinsätze eintritt, die für die Beendigung der Einsätze in Mali und in allen anderen Nationen hier eintritt und fordert, dass unsere Soldaten zurückgeholt werden. Wir haben keine Interessen in diesen Ländern und wir werden künftig auch keine haben.
Wir müssen wieder dazu zurückkommen, dass wir eine interessengeleitete deutsche Außenpolitik machen. Nur dort Einsätze der Bundeswehr, wo sie uns nützen. Zum Beispiel am Horn von Afrika, wo wir dafür sorgen, dass Piratenangriffe unterdrückt werden und dort Piraten bekämpft werden, dass wir eine freie Handelsschifffahrt haben. Das sind deutsche Interessen. Es sind nicht französische postkoloniale Interessen in Mali oder amerikanische Interessen am Golf. Und meine Damen und Herren, nur wer das will, wer die Beendigung der Auslandseinsätze will, der will, dass die Bundeswehr wieder ihren verfassungsmäßigen Auftrag, nämlich Landes- und Bündnisverteidigung erfüllt, wählt die AfD und kann damit eine starke Stimme im Parlament auch für diese Position erzeugen. Vielen Dank. Danke. Ja, meine Damen und Herren, wir machen viele Veranstaltungen. Wir müssen sichtbar sein. Das ist auch ganz wichtig. Warum? Weil die AfD, momentan erlebt man es wieder, für einen Wahlkampf fast sogar ungewöhnlich totgeschwiegen wird. Wir sind die einzige Opposition, die zu ganz vielen Punkten eine konträre Meinung hat. Und wir sind die größte Opposition im Deutschen Bundestag. Trotzdem werden wir in vielen der Medien einfach totgeschwiegen. Sei denn, es kommt irgendwas Schreckliches, was Schlimmes, dann sind wir kurz als Skandal da. Und insofern hoffe ich, dass Sie die Nachrichten, die Inhalte von heute auch nach draußen tragen. Es geht ja nur so, dass wir mit Menschen sprechen. Man kann natürlich auch über solche Veranstaltungen oder Social Media aktiv sein. Die nächste Rednerin und die letzte und größte Rednerin, die wir sozusagen in diesem Spannungsbogen haben, das ist jemand, der sich über die sozialen Medien sehr professionell und sehr erfolgreich auch zu Wort gemeldet hat, um genau dieses Problem zu lösen, dass wir nämlich mit unseren Inhalten sichtbar werden, sozusagen als kleiner David gegen den großen Goliath der Altparteien und der etablierten Medien, die ja zum Teil durchsetzt sind in den Aufsichtsräten und so weiter von den Mitgliedern der Altparteien. Das ist also eine Frau, die aktuell Bundestagsabgeordnete ist und auch wieder auf Listenplatz 2 gewählt worden ist hier in Bayern. Sie hat ihren Wahlkreis in Straubing und ist im Bundestag inhaltlich sehr aktiv im Europaausschuss. Das ist also der breite Rahmen, auch die Verbindung zu den anderen europäischen Nachbarn. Und um es nicht zu vergessen, sie ist die aktuelle Vorsitzende der AfD Bayern hier. Begrüßen Sie mit mir zusammen Corinna Miazga. Danke, lieber Ingo. Hallo zusammen. Jetzt wäre ich fast hinter die Bühne gelaufen und vielleicht auch so ein bisschen aus Schreck, weil ich habe mich die ganze Zeit in der ersten Reihe gefragt, wer hat denn heute die Bühne dekoriert? Die Sonnenblume ist doch wohl nicht das Symbol der AfD. Aber ich denke mal, das ist ein Versehen gewesen. Hier vorne steht sie, ja? Sonnenblume. Ja, was macht man, wenn man der letzte Redner ist und schon so viele gute, wichtige, tolle Sachen gesagt worden sind? Man klaubt sich noch so ein bisschen das zusammen und versucht am Ende noch so eine Art Schlusspunkt zu setzen. Und das versuche ich heute jetzt mit der Rede auch zu machen. Wenn wir unseren Leitspruch angucken, Deutschland aber normal, dann müssen wir uns ja eigentlich fragen, was läuft hier eigentlich falsch im Lande? Viele werden sich von euch fragen oder von Ihnen fragen, was ist eigentlich los in Deutschland? Und wenn man das mal so ein bisschen versucht zu analysieren, dann wird man sehen, wir haben das Problem, dass wir Autoritarismen im Land haben. Und zwar zahlreiche, unterschiedliche autoritäre Leitlinien, die uns in eine Art Korsett pressen und uns Merkwürdigkeiten aufgeben. Eine davon ist die Political Correctness. Wir können nicht mehr sagen, was ist und was eigentlich sein soll. Wir können die Meinung nicht mehr frei äußern. Und die AfD ist die einzige Partei im Deutschen Bundestag, die für die wirkliche freie Meinungsäußerung steht. Das muss ganz klar sein. Keine andere Partei im Deutschen Bundestag steht für die freie Meinungsäußerung.
die zweite Leitlinie, die es sozusagen gibt, ist zum Beispiel das Thema Antifaschismus. Man muss sich mal darüber Gedanken machen, je weiter wir vom Nationalsozialismus und der dunklen Zeit in Deutschland wegkommen, desto mehr ist man bestrebt, antifaschistische Tendenzen zu bekämpfen, mit unterschiedlichsten Ideen. Dann haben wir das Thema Antirassismus. Wir haben es eben schon von Dr. Gauland gehört, es gibt tatsächlich mittlerweile in Deutschland Universitäten, die Weiße nicht anstellen wollen, weil sie sagen, das ginge nicht. Es ging damals, glaube ich, um so eine Integrationsstelle an der Universität und da hieß es, ein Weißer dürfe nicht angestellt werden, denn das sei ja nicht kultursensibel genug. Also man muss sich mal überlegen, in welchen Zeiten wir leben. Dann haben wir die Idee vom Kosmopolitismus, das heißt One World, One Future. Auf einmal ist Afrika unser Nachbar und wir sind auf einmal für diesen Nachbarn zuständig. Dann gibt es die große EU, den Europäismus. Auch das ist etwas, eine politische Leitlinie, die uns heutzutage bedrängt, genauso wie Multikulturalismus, der Genderismus und der Islamophilismus. Und ich könnte das noch unendlich fortführen. Ich möchte es aber jetzt auf einen Punkt bringen, was eigentlich das allergrößte Problem geworden ist. Und das größte Problem, was wir haben in Deutschland, ist meines Erachtens der Moralismus. Eigentlich ist die Partei... Ja. Das ist das größte Problem. Der Moralismus überlagert momentan jeden Politikbereich. Und die Partei, die dafür steht, für die ökologische Korrektheit, für linksgrünen Konformismus sind die Grünen. Und deswegen sind sie aus gutem Grunde unser Gegner. Denn dagegen werden wir kämpfen, liebe Leute. Das können wir euch definitiv ansagen. Ich weiß nicht, ob einige Leute noch Rupert Scholz kennen. Rupert Scholz war mal Verteidigungsminister und Rupert Scholz ist außerdem Verfassungsrechtler. Und er hat gesagt, in einem Staat, in dem eine Gesellschaft zusammenlebt, können nur das Gesetz und die Verfassung die maßgebende Linie sein. Keine sogenannte Moral darf sich darüber hinwegsetzen, andernfalls ist der Rechtsstaat am Ende. Und genauso sieht es momentan aus. Das sind die Worte von Rupert Scholz. Allerdings, und das ist ganz wichtig, geht es momentan eben nicht um Vernunft und Recht, sondern es geht momentan um Gefühl und Moral. Und spätestens seit 2015 ist die Staatsvernunft in Deutschland außer Kraft gesetzt worden und sie ist seitdem nicht wiedergekehrt. Die Dominanz der Moral über Recht und Politik hat in Deutschland eben nachhaltig Tradition. Und wer da nicht mitspielt, der wird als xenophob, islamophob, afrikophob und so weiter pathologisiert. Und wir alle wissen, mit Kranken debattiert man nicht. Denn das sind Pathologien, die müssen umerzogen werden. Und genau das ist die Situation momentan, die wir im Land vorfinden. Über essentielle Dinge, wie zum Beispiel ein Grenzregime oder den Missbrauch des Asylrechts, kann man ohnehin nicht mehr ohne Emotionen diskutieren. Die Asylkrise scheint Deutschland jedenfalls genutzt zu haben, endgültig allen zu zeigen, dass sie den Nationalsozialismus überwunden haben. Wie sonst ist zu erklären, was 2015 passierte, als gegen jede Vernunft und das Gesetz im Kostüm des Mitgefühls und der Solidarität Deutschlands Tore geöffnet wurden für so ziemlich jeden, der über das Mittelmeer zu uns wollte. Weil die Deutschen das schlimmste Verbrechervolk der Weltgeschichte waren, sollen sie sich nun zum Tugendvolk läutern und tätig Ablass leisten. Ein grenzenloses Helfersyndrom ist angesagt, auch wenn ein Helfersyndrom oft neurotische Züge trägt. Und jetzt ist eben Afrika angesagt und ein Teil der Menschen von dort soll nach Europa. Übrigens, ich komme ja aus dem EU-Ausschuss, wenn es nach der EU geht, sagen die, Deutschland hat noch für weitere 200 Millionen Menschen Platz. Ja, da kann man leider nicht klatschen, man muss da eigentlich Buh rufen, weil sowas gibt es nicht. Wir haben momentan 80 Millionen Menschen, aber es gab 2009 eine Erhebung, einen großen Bericht und da wurde festgehalten, Deutschland hat noch Platz für 200 Millionen Menschen mehr. Und ich sage nur, das Stichwort ist Resettlement und Relocation. Das ist der Migrationspakt und um den wird es ja auch in den folgenden Jahren wieder im Deutschen Bundestag geben.
Aber ich habe ja über Moralismus geredet und da muss man sich doch mal folgende Frage stellen. Wir von der AfD, wir die Menschen mit dem klaren Menschenverstand, warum helfen eigentlich die Muslimbrüder in Saudi-Arabien nicht ihren Glaubensbrüdern in Afghanistan? Warum müssen wir im weit entfernten Deutschland eigentlich all diese Menschen aufnehmen? Ich möchte daran erinnern, dass die Saudis für 1 Million Mekka-Pilgerer Zeltstädte gebaut haben, und zwar mit Klimaanlage. Aber ihre eigenen Glaubensbrüder wollen sie aus Afrika nicht aufnehmen. Die sollen sich lieber schön nach Europa ergießen. Aber ich möchte auch mal mit ein paar Zahlen kommen, denn wir als AfD sind ja die Partei der Zahlen, Daten und Fakten. Und deswegen stellen wir ja auch in jeder Talkshow, in jedem Gespräch, in jeder Bundestagsdebatte unsere politischen Gegner, insbesondere von den Grünen. Und deswegen werden wir auch nicht mehr eingeladen, ist ja ganz klar. Wir kommen ja kaum noch in den Talkshows vor. Und die Zahlen sind wie folgt. Afrika wächst jährlich um 40 Millionen Menschen. Das ist monatlich 3,3 Millionen und pro Tag 110.000 Menschen. Das ist eine Stadt wie Erlangen. Und über ein Drittel dieser Afrikaner, insbesondere der jungen Afrikaner, möchte gerne nach Deutschland kommen. Und das ist für uns ein großes Problem. Und dieses Problem mit der Moral, das geht sogar noch ein Stück weiter. Ich möchte hier an ein Urteil erinnern, das so ein bisschen untergegangen ist in den Medien. Ich habe jedenfalls eigentlich vermisst, dass man darüber etwas deutlicher diskutiert. Und das ist das Klimaurteil. Ich weiß nicht, ob es einige mitbekommen haben. Das ist der kalte Staatsstreich gewesen von Herrn Habert. Am 29. April 2021 wurde letztlich ein Urteil erlassen, mit dem Deutschland zur Klimadiktatur und eine Klimadiktatur gehen wird, in einen Ökosozialismus. Was ist passiert? Der Inhalt ist recht kurz gefasst. Klimaschutz ist jetzt ein Menschenrecht und ab jetzt konkurriert dieses Menschenrecht mit allen anderen Grundrechten unseres Grundgesetzes. Das gilt für die freie Fortbewegung aus Artikel 2, genauso wie für die Berufsfreiheit in Artikel 12 oder die Eigentumsfreiheit in Artikel 14. Und wahrscheinlich gilt das auch für das Recht auf Leben. Das muss man sich einmal bewusst machen. Das Urteil, obwohl es sehr leise kam, ist ein Paukenschlag und damit hatte niemand gerechnet. Niemand hatte damit gerechnet, dass das Bundesverfassungsgericht den Fehler begeht, die Staatsziele, die in Artikel 20a Grundgesetz festgeschrieben sind, in ein Menschenrecht umzuwandeln. Merkel kommentierte, man kann es sich denken, ich bin froh darüber, dass die CDU und die CSU sehr schnell als Parteien reagiert haben auf das Verfassungsgerichtsurteil. Und jetzt kommt das Problem. Ich habe es ja gerade gesagt, alle anderen Grundrechte werden fortan mit diesem Klimaschutzgrundrecht, mit diesem Menschenrecht, das sie da gemacht haben, konkurrieren. Und das bedeutet, all die Einschränkungen, diese Lockdowns, die wir erlebt haben, die wir alle auf Corona-Ebene erlebt haben, die werden wir in der nächsten Zeit, wenn Corona überwunden ist, denn ich gehe davon aus, je weiter die Impfung fortschreitet, umso mehr werden wir uns davon entfernen, das wird demnächst ausgerufen werden aus Klimaschutzgründen. Darauf kann man sich bereits einstellen. Jede wirtschaftliche Aktivität kommt jetzt auf den Prüfstand, denn unsere neue Aufgabe ist es ja nun, die globale Erwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Das bedeutet auch, Benzin, Diesel und Heizöl werden noch teurer. Landwirtschaft wird mehr eingeschränkt. Kraftwerke, insbesondere unsere Kohlekraftwerke, werden schneller abgeschaltet. Und das ist das große Problem. Ich weiß nicht, ob es bekannt ist, dieser kleine Artikel 20a stammt aus dem Jahre 1994. Da war Frau Merkel noch im Umweltministerium zwischengelagert, kann man sozusagen sagen. Da konnte sie noch keinen Schaden anrichten. Aber jetzt wird uns dieses Thema auf die Füße fallen. Und wenn man sich anguckt, wer dieses Urteil zu verantworten hat, dann wird einiges klar. Es ist niemand anders als Stefan Habert. Stefan Habert, ein MdB-Kollege, der mit uns von der CDU kommt und der mit uns bis vor kurzem noch zusammen im Parlament gesessen hat. Dieser Mann hat für Merkel den Migrationspakt durchgepeitscht im Deutschen Bundestage und wurde dafür weggelobt in das Bundesverfassungsgericht und hat uns jetzt dieses Klimaurteil gebracht. Was bedeutet das? Es bedeutet letztlich, dass wir jetzt
Politik, eigentlich eine politische Frage, durch ein Gericht festgelegt haben. Und das auf Grundlage von einem ausgerufenen Klimanotstand von 11.000 Wissenschaftlern. Ich weiß nicht, ob bekannt ist, dass unter diesen 11.000 Wissenschaftlern kein einziger Meteorologe war. Die Unterschriften, die mal durchgeguckt wurden, das sind ja 11.000 Stück gewesen, und unter anderem fand sich die Unterschrift Mickey Maus darunter. Und auch andere Leute haben unterschrieben, ohne dass geprüft wurde, was das eigentlich für Leute sind, was die für Berufe haben. Aber genau dieser Ausruf, dieses Klimanotstands, wird in der Folge in den nächsten Jahren unsere Politik dominieren. Und das wird als nach Corona der große Gegner sein. Es werden die Grünen sein, und wir werden von der AfD die Frage stellen, insbesondere an die CDU/CSU, welchen Weg sie gehen wollen. Den Weg der linksgrünen Moralisten oder den Weg der AfD, der Weg der Daten, der Fakten, der Weg der Vernunft. Die AfD ist die Partei der Vernunft, und deswegen am 26. September beide Stimmen für die AfD. Ich bedanke mich dafür und hoffe, Sie bleiben bei uns. Also das waren jetzt wieder, hat sich jetzt so gezeigt, diese zwei großen Themen, die uns bewegen, Klima mit den ganzen Kosten, die da dran hängen, und Corona, was ja die Freiheiten stark einschränkt. Beides, ja, natürlich, die kommenden Generationen, die diese ganzen Schulden, die in der Corona-Krise jetzt aufgehäuft wurden, irgendwann mal bezahlen müssen, das hat natürlich auch etwas mit Freiheit zu tun. Natürlich hat es auch etwas mit Freiheit zu tun, wie viel Geld ich habe oder wie viel mehr ich arbeiten muss. Das Lebensarbeitsalter wird ja hochgesetzt, und insofern denke ich mal, haben wir hier heute ganz viele tolle Vorträge gehört zu den Kernthemen, die uns betreffen, die gerade die zukünftige Generation betrifft. Und wir haben, denke ich mal, bei diesen 7 hervorragenden Bundestagsabgeordneten, von denen 6 aus Bayern kommen und einen Stargast, ist mir überhaupt nicht bange, dass wir als einzige Opposition weiter versuchen, nicht nur das Schlimmste zu verhindern, sondern irgendwann die Trendwende hinzubekommen. Und aus diesem Grund, weil mir jetzt so wohl ist, diese ganzen Vorträge gehört zu haben, würde ich mich ganz schrecklich freuen, wenn wir unter Wahrung des Abstandes und der Maskenregelung hier zusammen alle noch mal auf die Bühne holen könnten. Wir haben eine große Bühne, und wenn wir die Masken aufziehen und sie erst am Platz abziehen mit 1,5 Meter Abstand, dann kriegen wir das auf dieser großen Bühne hier sehr gut hin. Und insofern würde ich mich freuen, wenn wir sozusagen einmal noch die geballte Kompetenz und Hoffnung, die wir hier in Bayern haben, noch einmal, ja, es ist die geballte, aber es ist natürlich nicht die ganze, wir haben ja noch mehr Leute, aber heute war es schon mal ein ganz gutes Aufgebot. Anderthalb Meter Abstand, bitte. Und insofern bedanken wir uns ganz herzlich bei Ihnen. Der Herr Wiele wird gleich noch ein kleines Abschiedswort sprechen. Ansonsten hat es uns sehr viel Spaß gemacht, und wir freuen uns, dass Sie da waren, fahren hoffentlich mit guten Eindrücken nach Hause und verabschieden uns hier zusammen. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Ingo, danke für die Moderation. Ich darf allen fürs Kommen danken, Ihnen im Saal, Herrn Dr. Gauland, für seine Fahrt hier nach Greding, dass er nach Bayern gekommen ist, um uns im Wahlkampf zu unterstützen.
Herzlichen Dank, liebe Corinna, dass du wieder zu uns gekommen bist hier und bei uns gesprochen hast. Mit alter geistiger Kraft, wie wir dich kennen. Herzlichen Dank auch an Petr Bistron. Herzlichen Dank an Martin Sichert. Danke, Johannes Huber. Und danke, Gerold Otten. Und ja, wir haben es geschafft, die Sonnenblume hier zu zähmen. Vor dieser großen blauen Wand wird die Sonnenblume wieder zu dem, was sie ist. Ein Stück Dekoration. Danke Ihnen fürs Kommen. Jetzt darf ich Ihnen einen schönen Nachhauseweg wünschen und ich bitte Sie darum, am 26. September oder wenn Sie den Stimmzettel zur Briefwahl vor sich liegen haben, denken Sie an die Freiheit, denken Sie an Deutschland, denken Sie an die Zukunft, denken Sie an die Farbe Blau und machen Sie Ihre beiden Kreuze bei der AfD. Die Veranstaltung ist geschlossen. Ich wünsche Ihnen einen guten und staufreien Heimweg.